willkommen, liebe Clasher, bei mir dem Thorsten-Ratut, beim Clan. Ja, ich bin in gar kein Clan hier. Ich gucke nämlich gerade im Thiele zu bei seinem Live-CK-Fail. Naja gut, es wird kein Fail. Es werden wohl irgendwie so zwei Sterne irgendwie so dahin gebastelt. Er hat natürlich safe das Rathaus mitgenommen, lacht jetzt gerade sogar im Hintergrund, dass ich das hier gerade aufnehme. Aber so ist das nun mal. Da müsst ihr mit rechnen, wenn ihr mit mir im Discord seid und hier irgendwelchen Mist macht. Na komm, Thiele, 50% sind drin. Ah, sicher nehme ich jetzt auf, Mann. Safe. Ja, ich hatte die Lautstärke. Ah, ich hatte dich leider aus. Schade, schade, schade. Jetzt kannst du was sagen. Kannst du nochmal. Nimmst du nicht auf? Ja, doch, ich nehme jetzt auf. Ich nehme A auf, aber jetzt hatte ich eben deine Stimme auf, aber jetzt habe ich sie an. Aber es sieht, ja gut, hast es safe gemacht. Ohne jetzt großartig was einzugehen. Das war jetzt 1-1, hast du gesagt, ne? 2-1. 2-1, okay. Ja. Okay, wenn es euch hilft und ihr müsst nicht unbedingt Risiko 3-Sterne-Angriff machen, dann ist das sicherlich das Sinnvollste, so anzugreifen. Also gar nicht mal schlecht. Oh, die drei Infernos sind aber auch ganz schön böse, ne? Ja. Die stehen da schön auf so einer Linie. Ah ja, gar nicht schlecht. Na, sieht ja gut aus. 67%. Okay, dann gehen wir mal in mein Dorf zurück. Und dann machen wir mal kurz einen Break, bevor wir dann hier weitermachen. Vielen Dank, Thiele. Und ihr habt es auch im Titel gelesen. Zeitmanagement ist sicherlich was, was man hier bei Clash of Clans auch haben muss, denn so ein CK geht nur 24 Stunden. Und bei uns ist es manchmal ja irgendwie ganz, ganz fatal. Aber ich wollte eine Sache nicht vergessen, was ich auch manchmal nicht wirklich verstehe. Dazu muss ich allerdings kurz mal ins Nachtdorf reinspringen und muss euch diesen Angriff zeigen. Ich weiß, es ist Nachtdorf. Ich weiß, das seht ihr bei mir ganz, ganz selten, aber jetzt seht das mal, weil irgendwie habe ich mal wieder ein Verständnisproblem gehabt hier mit einer Truppe, nämlich mit den Kanönchen hier. Da darf ich schon mal eine nicht so ganz so starke Base angreifen hier. Ihr seht, dass die Crusher sind noch nicht auf Max und der Gigatesla auch nicht. Und trotzdem mach ich so einen Mist hier, muss ich mal so sagen. Aber ich gehe jetzt gleich, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher rein und mache das Ganze einmal jetzt auf, was ist das? Halbe Geschwindigkeit ist das ja hier jetzt. Ist eigentlich eine coole Funktion, aber ich nutze sie viel, viel zu selten. Also ihr seht das hier. Ich halte das nochmal kurz an. Ihr seht das hier, dass diese Kanone hier, die ich jetzt gerade markiere, ja im Moment noch auf den Crusher mitschießt, beziehungsweise in diese Richtung. Und was sie dann gleich macht, das ging bei mir mal wieder nicht in die Birne. Ich meine, okay, jetzt dreht sie sich erst, macht jetzt erst hier unten die Tonne, jetzt fährt sie und jetzt, so jetzt fährt sie, jetzt dreht sich der Brutzler rum und in greifbarer Nähe ist diese Meisterhütte. Ich meine, die Kanone zielt da schon drauf. Nein, sie dreht sich nochmal und macht dann diesen doofen Brutzler. Den kriegt sie natürlich nicht kaputt. Hätte sie vielleicht auf die Meisterhütte geschossen. Na, ich weiß nicht, vielleicht wäre es ja was gewesen, aber trotzdem. Trotzdem kleiner Aufreger. Und es hat mich wirklich abgenervt, dieser eine Stern. War aber nicht so schlimm, ich habe nämlich noch gewonnen. Da seht ihr es, der Gegner war nicht viel besser als ich. Das ist also dieses leidige Nachtdorf, aber hier habe ich kein Zeitproblem. Hier habe ich absolut kein Zeitproblem. Das Zeitproblem hat man im letzten CK übrigens auch nicht wirklich, aber wir hatten es denn doch, denn wir haben 2 Stunden vor Schluss noch über 20 Angriffe, glaube ich, offen gehabt. Das ging gar nicht. Wir gucken einfach mal rein in den letzten Clankrieg. Und ich weiß nicht, wie ihr das in den Clans macht. Also bei uns ist es dann immer so, dass wir recht zeitnah vor allen Dingen die Neuner schon mal rum haben möchten, damit wir immer natürlich wissen, wie müssen wir unsere Zehner einsetzen, muss ein Zehner dippen oder schaffen das unsere Neuner komplett oder. Und genauso geht das Ganze dann bis nach ganz, ganz, ganz oben hin. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare unter diesem Video schreiben, wie ihr das haltet. Macht ihr so den ersten Angriff in den ersten 12 Stunden oder in den ersten 2 Stunden, keine Ahnung. Markiert ihr die Base mit einer Uhrzeit? Es gibt ja unterschiedliche Systeme da. Das Markieren habe ich auch schon mal in einem Clan miterlebt, wo man sich dann eine Base markiert und dann reinschreibt, greife bis 23 Uhr an oder sowas. Und dann sollte derjenige das natürlich auch einhalten.
Bei uns gibt es sowas gar nicht. Wir gehen wirklich kontinuierlich von unten nach oben hin diese Bases oder in der Regel die Bases an. Natürlich kann auch schon mal oben jemand seinen ersten Angriff machen. Gar keine Frage, wer sich sicher ist. Wir schreiben ja jetzt nicht vor, jetzt muss erst nach Rathaus 9 angreifen, okay, die sind jetzt durch, jetzt kommen die 10er, okay, die sind jetzt durch. So ist das hier natürlich auch nicht. Aber so ein bisschen, der Clankrieg hier war ziemlich auf Augenhöhe, was die Clan-Burgen anging, also Anzahl 9er, Anzahl 10er, 11er, 12er. Und von daher hatten wir hier überhaupt, eigentlich erstmal überhaupt keinen Stress. Den Stress haben wir uns dann eher selber gemacht, indem wir wieder so ultra lange am Ende gewartet haben. Haben halt ein paar Elfer, vor allen Dingen Elfer hier dann gepennt. Bis 2 Stunden vor Schluss wurde dann einer wach. Oh, ich muss noch angreifen. Okay, da mache ich mal was. Ja, und dann die Angriffe wurden dann auch nichts. Die sind dann eher in den Sand gesetzt. So war es dann auch wirklich, weil die konnten dann nur noch kurz über die Base gucken und hatten dann unter Umständen nicht die richtige Truppenwahl getroffen. Naja, ich habe so ein paar rausgepickt hier, die jetzt sicherlich erstmal noch im ganz normalen Zeitfenster lagen. Folge wird dadurch sicherlich ein Sekündchen länger. Der Chief Barfuß hier hat hier einen, ja, mal wieder ein Gulalun. Ist da so ein bisschen gerade im Rathaus 9 Bereich jetzt auch mit den Helden hier geht das schon richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also 24-20, der Chief muss jetzt noch 16 Level knüppeln hier, bis der auf 10 geht. Also ich habe mich jetzt, glaube ich, schon entschieden, dass ich den Chief hier auf 10 bringe und den Avatar ja dann auf 11. Dann habe ich immer noch Max Rathaus 9er, nämlich Donnerbengel und Alex, die bleiben vermutlich so. Ich kann mich da immer ganz, ganz schlecht entscheiden. Irgendwo tut es mir natürlich auch um den Alex und um den Donnerbengel ein bisschen leid, dass sie nicht auf 10 hochgehen und ewige 9er irgendwie bleiben. Ist ja auch ein bisschen, eigentlich ist auch verdattelte Zeit, die man da wartet. Aber wenn man natürlich gerne Rathaus 9 spielt und solange die Rathaus 9er noch zumindest in den Clankriegen mitgenommen werden, warum soll ich sie da nicht auf Max nutzen? Finde ich auf jeden Fall super, super gut. Und hier war jetzt auch nur noch, okay, jetzt sind 2 Luftabwehren auf, aber ihr seht das, dass ich hier auch mit dem Killsquad richtig weit reingekommen bin schon und habe hier eine ganze, ganze Menge rausgenommen. Der Feger jetzt sogar auch noch weg, also echt nur noch 2 Luftabwehren, 2 Magiertürme, das ist ja eigentlich das, was hier jetzt noch ein bisschen spannend ist, muss ich sagen, die beiden Bogenschützentürme nicht so wirklich und verliere hier jetzt sogar beide Hunde. Ihr habt das ja in dem Video von gestern gesehen. Wenn man dann mal gar keinen Hund verliert, hast du schnell mal ein Zeitproblem und dann habe ich wenigstens ein paar Welpen hier und das war auch, glaube ich, ganz gut. Hier oben habe ich jetzt noch mal ein Eil geschmissen, dass sie ein bisschen eiliger nach außen gehen und die dicken Lager hier wegmachen. Aber ich glaube, ich hatte auch hier kein wirkliches Zeitproblem und so sind das hier nette 3 Sterne. Und wie in jedem Clan oder im keinen Clan darf er ja fehlen, der Killer. Der Killer darf natürlich in keinem Clan fehlen. 8 auf 16 hier, aber das ist Rathaus 11 auf Rathaus 11, so muss man ganz klar sagen. Und ja, so schlecht ist die Base vom Gegner ja jetzt nicht. Also man kann ja jetzt nicht sagen, ich urteile nur anhand der Mauern eine Base. Also schon, hier ist schon einiges auf den Rathaus 11 Status, allerdings ist der Adler, ich weiß gar nicht, nee, das ist noch ein 1er Adler, glaube ich, die Kette wird ja golden rum, aber ist nicht so schlimm, der Killer ist sicherlich von den Helden und von den Truppen her etwas besser als sein Gegenüber, egal, 11 auf 11, auch Killer hat sehr spät angegriffen, aber da vorne nochmal kurzer Dirty Dancing am Rathaus hier, einmal eine Polonaise rum, beziehungsweise vor dem Rathaus, aber da stand jetzt auch nicht so wirklich viel, was dann da geschossen hat. Also nach wie vor stelle ich mir die Frage, wo ist die Tornado-Falle am günstigsten und am zweckmäßigsten postiert. Jeder muss sich vielleicht auch da mal seine Devs anschauen und muss dann feststellen, na, vielleicht ist sie denn doch nicht da so gut. Wenn die nur noch so ganz alleine da rumeiert, dann machen meine Truppen zwar da mal kurz einen Tanz, aber wenn da nichts mehr drauf schießt, da ist sie wirkungslos. Aber hat er gut gemacht hier. 8 auf 16. Ich spule heute mal ein bisschen vor, weil wir noch ein bisschen Angriffe sehen werden. Denn die fallen voll ins Zeitmanagement hier. Jennek auf die Nummer 12. 13 auf 12, also das ist ganz, ganz nah bei.
Hier sehen wir es, das ist ein Level 2. Adler hier mit der goldenen Kette, der andere war Level 1. Und mal sehen, wie er sich hier geschlagen hat. Okay, die Clanburg kommt natürlich relativ raus. Ich habe da immer so ein bisschen, ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn die Clanburg so früh rauskommt und ich habe noch nicht so viele Truppen auf dem Feld. Das ist immer ein Problem, denn gerade die Karre hier ist dann erstmal völlig den Clanburg-Truppen ausgeliefert, aber boah, sie geht ja trotzdem noch ganz gut durch. Queen war natürlich unmittelbar dahinter. Gift ganz nett geworfen und der Einsatz der Karre war zumindest bei uns wesentlich effektiver als beim Gegner. Der Gegner hat manchmal die Karre genommen. Heieieiei. Oftmals mit den Truppen schon das Rathaus geholt und dann die Karre auf einem kurzen Weg dahin geschickt. Ah, wenn ich das manchmal sehe, dann habe ich immer das Gefühl, manche haben diese Karre nicht verstanden oder sie haben sie versehentlich vielleicht ja auch nicht direkt zu Anfang gesetzt und möchten auch nicht unbedingt, ja, so unbedingt so einen 3-Sterne-Angriff machen, sondern nehmen dann sicherheitshalber schon mal das Rathaus mit. Den Stern, den ich ja habe, den habe ich schon mal drin. Ja, gar keine Frage. Kann man so machen. Aber ich glaube, der Jenik hat das hier gut mit seinen Schweinchen gemacht. Haben wir jetzt auch länger nicht gesehen in den Clankriegen hier. Jenek aber nach wie vor auf Rathaus 11 jemand, der die immer sehr, sehr gerne benutzt. Und hier, glaube ich, echt wieder effektiv mit den knüppelschwingenden Schweinereitern war. Schweinereiter, das ist auch ein Name und auch eine Truppe. Wer sich sowas ausdenkt, der hat auch wirklich nur Schweinereien im Kopf, glaube ich. Also Gruß an Supercell. Gehen hiermit raus. Und immer noch 11 auf 11. Und ihr seht das auch schon anhand der Mauern hier und auch anhand der Defensive. Es wird etwas spannender. Ah, stimmt gar nicht. Ist ein Dip. Stimmt gar nicht. Entschuldigt, habe mich vertan. Der Ei ist seit geraumer Zeit hier ja mit seinem 11er, 12er. Aber ihr seht das hier mit Machttrank. Mit Machttrank benutzt. Ich glaube, einige haben ja Machttränke ohne Ende. Da kannst du ja in jedem CK, denke ich mal, bis zum Dezember-Update die Machttränke erstmal aufbrauchen, bevor du sie dann ja nicht mehr stacken darfst. Ich meine, aufbrauchen darfst du sie sicherlich. Ich denke mal nicht, dass Supercell die dann zum Start löscht und die erstmal auf 5 bringt. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern man kann sie sicherlich dann verbrauchen, bis sie dann auf 5 sind. Man kann sie dann halt nur nicht mehr weiter als 5 Stück in der magischen Truhe haben. Und auch hier das Killsquad, richtig, schon mal richtig weit gekommen. Und ihr seht das auch schön, so ein ganzes Compartment hier rausgenommen. King, ja, will jetzt zwar durch die Mauer, aber der packt den. Ah, packt er den Inferno noch? Ah, das ist ja so eng. Oh, schade, den Inferno nicht mehr ganz gepackt. Aber die Queen packt auf jeden Fall noch die Luftabwehr, denn der zweite Part kommt hier ja mit Luft. Und mal sehen, wie er den Part macht hier, gerade bei den beiden Fegern in die beiden Richtungen. Okay, er kommt den einen Feger. Der eine Feger wird sicherlich nicht ganz so wehtun, je nachdem, wie er sich hindreht. Ich sage ja auch immer gerne, oh Gott, der 360-Grad-Feger ist wieder unterwegs, weil irgendwie drehen die sich dann auch, habe ich manchmal das Gefühl, zu einem Winkel. Wenn man den dann anklickt, da ist der Winkel gar nicht da und trotzdem drehen die sich dahin. Ich meine, jetzt haben sie nichts zu pusten, weil keiner da ist und sie werden auch nicht mehr pusten, also der hier zumindest nicht. Denn jetzt fliegen dem erstmal die Loons hier absolut in den Rücken, aber ihr seht das hier, wie dominant sowas sein kann. Und der Witness Eye hier hat auch alle Truppen beisammen, das heißt also 280 Truppen hier für ein Rathaus 12er. Und kann ich auch nach wie vor nur jedem zu raten, mit neuer Rathausstufe macht die Armeelager hoch. Es macht sich wirklich bemerkbar, die Mehranzahl an Truppen, vor allen Dingen von Rathaus 10 auf 11 die 20 und von 11 auf 12 die 20, ist einfach Gold wert, kann man nicht anders sagen. Naja, und der Toto hat sich ja auch mal, ja, ich hatte ja gesagt, ich bin wieder dabei, jawohl, ich bin tatsächlich wieder dabei, habe meinen ersten Angriff gar nicht mal so schlecht gemacht, das war jetzt mein zweiter Angriff und hier war ein Stern auf diese Base drauf, 12 auf 12. Auch hier hatte ich jetzt Sorge, oh Gott, Loons, ich mag keine Loons in der CP, weil die machen echt mal viel kaputt, wenn ihr nicht aufpasst, die nicht rechtzeitig Gift ist. Hier habe ich dann einfach schnell mal gedacht, komm, fix mal zusätzlich zum Gift den Fries auf die Clanburg, damit ich möglichst viele von diesen Truppen hier behalten kann. In der Mitte, glaube ich, bin ich
mittlerweile wieder ein bisschen sicherer, was vor allen Dingen die Warden-Zündung angeht, wenn die Megabombe hier hochgeht. Und habe jetzt immer noch viele, viele, viele Truppen hier am Start. Laufe jetzt natürlich fett in die Riesenbomben hier rein. Und ihr seht das auch hier. Ich halte das mal an. Ich meine, da ist jetzt die Tornado-Falle. Und okay, meine Truppen werden da so ein bisschen in die Enge gebracht. Also hier ist die gar nicht mal, war die gar nicht schlecht angebracht, denn es hat etliche Bowler im Bowler tot gebracht hier. Also die blauen Jungs. Und jetzt wurden meine Truppen schon ein bisschen weniger. Ich meine, ich habe ein bisschen Glück gehabt, dass da hinten immerhin noch zwei Bowler sind. Das müssen, glaube ich, zwei sein. Ne? Man sieht das sehr, sehr schlecht. Die hocken jetzt so völlig ineinander. Und habe da gedacht, naja, wenn die das da machen und die Queen macht da weiter, kann das ja noch was werden. Naja. Ich spule euch das mal ein bisschen vor und bam, da sind meine beiden Bowler weg. Zack, da fliegen gleich zwei Stück durchs Bild. Ja, jetzt will die Queen natürlich erstmal wieder das Unmögliche möglich machen. Aber scheinbar war schon mal, also der Tesla war schon angeschlagen, das habt ihr gerade gesehen, der war nicht mehr ganz voll. Und ich gehe gleich auch wieder mal wieder auf die halbe Geschwindigkeit. Warum auch nicht? Also es ist wirklich ultra, ultra eng hier. Ich weiß auch nicht, was die Truppen hier mal wieder geritten hat. Ich gehe mal wirklich nah rein. Auch das mache ich ja eher selten, vor allen Dingen nicht bei meinen Angriffen. Aber wenn der so knapp war, dann soll das auch mal gezeigt werden. Also der Warden hilft hier im Hintergrund so ein bisschen mit. Und schön, dass der X-Bogen jetzt erstmal abgelenkt war von der Queen. Aber ja, jetzt erwischt natürlich die Queen, weil die drei oder vier Bogenschützen hier hinten ein bisschen weit weg waren. Und auch die defensiven Gebäude hier waren alle schon ein bisschen angeschlagen hier, die der Warden gerade macht. Erstmal den Bogenschützenturm und zack. Oh, ich habe gedacht, ey, nur noch ein Schuss auf den, dann schafft er den X-Bogen auch noch. Und tatsächlich haut er den X-Bogen auch noch um. Und jetzt kam es nur darauf an, wie oft kann der Minenwerfer noch schießen. Wie oft kann der... Oh, und der ist noch fast noch voll, der Minenwerfer. Jetzt guckt euch das an. Wie hammer, hammer eng das war. Wie viele Trefferpunkte mein armer Warden noch hat. Powerwarden. Also 12 auf 12 mit 3 Sternen hier. Hat es bei mir schon länger nicht gegeben. Deswegen habe ich es auch mal wieder gezeigt. Und wir haben hier 84-75 gewonnen. Last but not least habe ich die Base zuerst angegriffen. Und ich glaube, der Juli hier hat die gleiche Taktik genommen. Nur ich habe es total verhauen, mit 2 Sternen, immerhin mit 2 Sternen gerettet, aber er hat die hier mit 96% gemacht, den muss ich mir nochmal angucken, denn, ich meine, er hatte ja natürlich jetzt von mir ein Rathaus 12 Scout auf dieses Ding drauf hier, keine Frage, und ich hätte fast gesagt, dann kannst du es ja nur besser machen oder halt perfekt machen. Mal sehen, wie er hier funnelt, auch die Loons hier, die kommen echt weit und nehmen mir eine Defensive nach der nächsten raus. Schade, den Minenwerfer nicht mehr ganz. Ist ein Dreifach-Minenwerfer. Das heißt also, den Magier wird es jetzt sicherlich ja sofort erwischen, weil die X-Bögen vor allen Dingen hier auch auf Boden standen. Nämlich alle standen hier auf Boden. Weiß ich auch nicht, da hatte der Gegner auch. Der hatte etliche Bases hier mit den X-Bogen auf Boden stehen. Und ist sicherlich gar nicht mal schlecht, wenn du weißt, dass deine Angreifer in der Regel mit Bowler-Hexen Riesen, sage ich mal, angreifen oder so. Aber ich denke mal, gerade der Juli ist doch schon mal jemand, der sich ein bisschen was anderes einfallen lässt, der dann halt sieht, wie man so eine Base hier auseinandernehmen kann. Und ich habe eigentlich auch erst gedacht, Alter, wie weit kommen hier, wie weit kommt das Killsquad? Eigentlich schade, dass die Queen doch wieder ihren eigenen Kopf hat und meint, ich mache mal erstmal die Leergebäude hier außen. Denn die wäre hier noch mal ein bisschen sinnvoller geworden. Und der Warden steht sowieso auf Boden. Dem hilft jetzt keiner mehr. Weil der X-Bogen natürlich jetzt eine enorme Reichweite hat. Dieser hier, ihr seht das, ich klicke da gerade mal drauf. Dann geht das hier aber mit dem Luftpart weiter. Queen ist noch auf der anderen Seite. Okay, die Queen zieht jetzt natürlich schon mal ein defensives Gebäude auf sich, nämlich den Bogenschützenturm hier. Also die ist gleich hin. Aber hier hat er jetzt ein bisschen Pech, dass die Loons sich leider ein bisschen dusselig aufteilen. Ein Loon nur auf den Inferno und der Rest hier muss erstmal leider wieder ein bisschen nach außen. Das war echt mal schade. Und die Feststellung war letztendlich einfach, war diesmal ein bisschen viel Eil. Ihr seht das, er hat jetzt noch ein Eil überall. So haben wir am Ende dann festgestellt, 2 Eil weniger, ein Heal, denn doch mal mehr.
Und dann sind das auf so eine Base, denke ich mal, 3 Sterne. Aber toll gemacht hier. Mit nochmal, ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht eben gesehen. 96% wären es, glaube ich, trotzdem. Und super Angriff hier. Super Abschluss vor allen Dingen, denn ja, zeitmäßig war das hier wieder jenseits von Gut und Böse. Und ist, ich meine, meine Ironie steigt dann, je weiter der Clankrieg vorangeht. Ich meine, mein letzter Angriff war auch 20 Minuten vor Schluss. Aber ich konnte jetzt auch so lange warten, denn meinen ersten Angriff habe ich immerhin. Jetzt gucke ich mal gerade in die Events rein, wo der grüne Eintrag hier auf die 1 von mir ist hier. 4 Stunden vor Schluss gemacht. Immerhin. Ja, immerhin 4 Stunden vor Schluss schon mal. Aber das war auch der einzige 12er bis hier oben hin dann. Und ich hatte ja schon zu Anfang, beziehungsweise ich habe es ja schon angedeutet, in 2 Stunden hatten wir noch so viele Angriffe hier. Es war echt nicht normal. Ich meine, der Gegner hatte ja auch noch viele. Aber seht mal, wie viele Angriffe wir hier dann in den letzten 2 Stunden noch machen mussten. Und du musst ja bauen und du musst ja planen. Und das hörte hier überhaupt nicht auf. Bla, la, la. Da der 3-Sterner von mir. Und das hat immer noch kein Ende hier. Hammer. Echt Hammer. 1 Minute vor Schluss nochmal die Laura hier mit 2 Sternen auf die 5. Also super gemacht hier. Ich hatte mir ja von dem Clan, der sich ja der schimpfte, der beste Clan hier von Zypern zu sein, hatte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet, aber oben haben sie denn doch extrem geschwächelt. Okay, die 12er haben sie sauber auf 2 gebracht hier, mit auch netten Prozenten, aber sie haben es halt hier versäumt. Ab hier fangen unsere 11er an und ihr seht das, sie haben 11er aufgelassen und dem Ei seine 10er Base hat auch gehalten. Mit, ich glaube, 7 Defenses. Also super Sache hier. Wir sind wieder am Start. Ich hoffe nächstes Mal mit nicht ganz so viel Zeitknappheit, so dass wir mal ein bisschen Zeit hier angreifen. Also wie gesagt, schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, wie das in euren Clan so läuft. Vielleicht kann man sich da ja so ein bisschen was mit abhin. Und damit würde ich sagen, bis dahin, euer Toto. Tschüss.